Es wird angegriffen. So, und willkommen zurück bei StarCraft 2 Wings of Liberty. Und der kleine Schisser hier, der hat's... Naja gut, ich hab ihn gewarnt. Gleich sind meine Abwehrtürme fertig und dann kriegt er auf den Sack. Alright. Der Nexus ist auch gleich durch. Wo ist denn die zweite Sonne? Hier. Okay. So, ihr könnt mal warten. Ah, jetzt geht's rund. Und da war er weg. So, was ich mich immer noch frage, diese Obelisken. Wo sind die Obelisken, die ich mit Strom versorgen soll? Ich bin ja jetzt schon ziemlich überall durch. Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal weiter. Ich suche den Pfad der Erlösung. Die Prophezeiung weist. So, jetzt gehe ich doch mal mit dem Serra-Tool vor, um zu gucken, ob hier irgendwelche Abwehrtürme sind, die ich, da oben die. So, jetzt darf ich nur nicht in dieses Feld hier reingehen. Sonst ist die Mission wahrscheinlich zu Ende und das möchte ich ja nicht. Also Serra-Tool mal schön Abstand nehmen. Hoffentlich geht das nicht auch aktiv, wenn hier die... Nee, das... Okay. Weisheit in einer Zeit des Chaos. So, dann können die Abwehrtürme nämlich auch nicht viel ausrichten. Wenn der Serra-Tool die vorher einfriert. Oh, bitte alle mal auf den da. Schön, wie er mal direkt auf den Sack kriegt. Natürlich. Man hätte das nicht mal vorher einsetzen können, bevor er schon fast im Arsch ist, der Abwehrturm. So. So, dann macht ihr bitte gerade nochmal hier die Sammlerblatt, dass die auch nicht noch irgendwo anders was aufbauen können. Aber wo sind diese Obelisken? Ich bin doch jetzt... Ah, warte mal, okay, das hier ist einer scheinbar, schätze ich. Das denke ich mir auch manchmal, wenn ich auf dem Klo sitze. Ich schwinde. Okay, dann nehmen wir hier mal eine Sonde raus. Da ist auch noch was. Was hat es mit diesen Obelisken auf sich? Geht ihr mal da hoch und sammelt mal ein bisschen Mineralienzeugs und Zeug an? Die Zerg kommen. Ja, wo kommen sie denn jetzt noch her? Ist doch fast alles weg, Jungs. Hier unten ist noch was, aber da kam ich hierher. Was ist denn? Könnt ihr da hochgehen? Und warum? Ah, jetzt. Nee. Ich wollte gerade sagen, ihr greift jetzt nicht die einzigen Sonden an, die ich hier hochgeschickt habe. So, dann machen wir hier nochmal einen hin. Wo denn? Was denn? Oh, das ist ungünstig. Seid auf mich angewiesen. Mach die mal platt hier bitte. Weil die hier können keine Lufteinheiten angreifen. Okay, sehr gut. Die können da nicht rüber, ne? Glaube ich. Oder? Können die da rüber? Nee, das würde mich jetzt echt wundern. Nee, können sie nicht. Hab ich noch die... Ah, ich habe noch die 7, die Sonde. Schicke ich die gerade mal. Oh, Mann. Kalt ist die Leere. Wie ihr nervt. Ah, okay. Obelisken mit Energie versorgt. Einen haben wir jetzt. Was ist das? Das ist Warp Power, das ist Roboterfabrik. Also, ach, das sind die Obelisken. Oh. Okay, aber wo ist der? Wo ist der zweite? Hä, was denn dort? Wow. Hallo? Ach, das sind ja ohne dass ich es mitgekriegt habe, noch welche dazugekommen. Und hier ist auch nochmal einer dazugekommen. Hoher Templer. Okay, dann packe ich den doch gerade mal hier mit dazu. Packe ich den gerade mal hier mit dazu.
So, wo ist der letzte? Wo ist der letzte Obelisk? Weil den möchte ich auf jeden Fall. Weg. Du kleines, blödes Mist. Wie? Toll. Shit. Okay, hab ich den irgendwo übersehen, diesen Obelisken? Habe ich den übersehen etwa? Ja, bloß nicht selbst aktiv werden hier, ne? Irgendwo muss der doch sein. Ich möchte den auf jeden Fall mitnehmen, weil ich gerne die Punkte hätte. Nee, das ist unser Raumschiff. Aber wenn der hier oben ist, wie soll ich denn da hinkommen, bitte sehr? Ich kann doch gar keinen, kann ich einen Raumhafen bauen? Dunkle. Ach, warte. Ich suche den Pfad der Erlösung. Der Kollege hier kann sich doch teleportieren. Aber gut, das bringt ja dann immer noch keine. Bringt ja dann immer noch keine Sonde da hoch. Mal gucken, ob er das macht. Kein Platzierung. Okay. Dann sollen die mal aufdecken, dass der sich da auch hin teleportieren kann, weil er kann sich ja mal nur dort. Ah, warte mal, jetzt. Jetzt, okay. Nein! Ich könnte so kotzen. Aber war denn. So ein Scheiß. Entschuldigung, wenn euch gerade die Ohren weggeflogen sind. Wo ist denn der letzte Speicherpunkt gewesen? Wo ist. Na. Basis wird angegriffen. Oh Mann, wie dämlich. Ich bringe Weisheit. Ach, das war jetzt doof. Aber ich will wissen, wo dieser Kack-Obelisk ist. Ja, ich brenne auch gleich aus dem Arsch. Ah, so. Ah, okay. Die Arschens können auch Lufteinheiten angreifen, sehe ich gerade. Das hatte ich irgendwie bisher noch nicht so mitgeschnitten. Oh. Und die Arschens können auch sterben. Toll. Läuft ja gerade voll super, Mann. Es tut mir leid, ich habe gerade irgendwie das Gefühl, die Folge dauert länger, als sie eigentlich dauern müsste. Oder diese Mission vielmehr. Weil ich mich vielleicht ein bisschen blöd anstelle, weiß ich nicht. Okay. Sprecht ihr mich an? Ja komm, dann lass stecken. Wenn du so lange brauchst, um deine Dings hier einzusetzen. Ja, die Basis wird angegriffen, ist doch gleich vorbei. Warum legt denn der jetzt so los, ey? Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Da. Einmal einfrieren, bitte. So, jetzt haben die da. Jetzt hat der da oben natürlich keine Energie. Bauliste ist voll. Ja, ist ja gut. Mach du mal das da platt. So, und ihr könnt bitte mal im Team arbeiten. Alter. Schön. Den hat's jetzt mal eben schön weggezwitscht. Den Typen. Okay, so, wie machen wir das? Wie kommen wir da jetzt am besten hin? Ich will schon gerne wissen, ob ich da oben, Sprecht ihr mich an? Pass mal auf, ich schick den jetzt. Jetzt. Alter. Warum geht das denn nicht jetzt? Muss Einheit an. Achso, Moment, ich hab die falsche Ange. Mach den gerade nochmal platt, bitte. Genau. So, dann gehst du mal hoch. Bleib doch mal da, Mann. Jetzt. Alter!
Der bleibt aber auch nicht da. Der bleibt 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 nicht da. Okay, ich hatte, glaube ich, schon bessere Ideen tatsächlich. Geh doch, Alter, der nervt so. Muss jetzt aufgeladen werden. Warum hat das denn jetzt nicht gemacht? Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Euch die Zerg kommen. Ja, ich habe gerade andere Probleme. Oh Gott. Was? Nee. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Okay. Boah, echt, soll der das jetzt geschafft haben mit 62 Lebenspunkten? Krasse Scheiße. Ehre den Dalian. Der sollte jetzt nur mal vielleicht sein, können die hier was ausrichten? Nicht wirklich. Boah, Alter, jetzt haben sie natürlich... Oh! Oh. Hier steht eine neue Prüfung bevor. Mach mir keine Angst, Mann. Oh. Nein, geh doch. Alter. Oh. 11 Lebenspunkte. Ich scheiß mir ins Hemd. Basis wird angegriffen. Machen die da gerade meine Basis platt? Ja, machen sie. Toll. Jetzt haben die hier zwei. Und die brauchen jetzt natürlich ewig hier, die Latschen Heinz. Matsch. Achso, das ist. Okay, das hätte hier besser laufen können, alles. So, bitte einmal Typhos-Blatt machen. Ich habe noch gewitzelt über die, dass sie ihren Tunnel dahin bauen. Okay. Dann gehen wir mal wieder zurück. Und machen gerade mal. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Ach so, ach komm, verwandle dich mal wieder zurück. Was ist denn jetzt hier los, Mann? Können die mal aufhören, mir auf den Sack zu gehen, einfach? So, den mal auch platt machen hier jetzt. Dass mal jetzt hier still ist in dem Kasten. Mann. Hätte ich nicht gedacht, dass die Mission jetzt nochmal so kritisch wird und ich hier so abkacke. Dabei hat es ja ganz gut angefangen eigentlich. Da. Was macht unser Homie hier? Okay, der Schild ist wieder voll. Sache ist nur die, wenn ich jetzt darüber gehe. Okay, genau. Mach die mal platt da. Ne. Verpisst euch. Bleib doch bitte mal einfach da, Mann. Bleib doch einfach mal da jetzt. Der nervt so. Kann der, Kann der den hier? Okay, kann er. Okay, das ist gut. Okay. So, und jetzt soll der sich hier mal ein bisschen zurückhalten. Dass der so am Ausflippen ist, einfach. Nein! Legt sich über uns. Nein! Die Zerg werden bald angreifen. Verpisst euch doch. Die Prophezeiung weist uns den Weg. Warum greift. Entschuldigung. Das war mein Headset, was gegen das Mikrofon gestoßen ist.
Okay, nee, ich muss das anders angehen. Das macht so keinen Sinn, weil der einfach so nervös ist, wenn er einfach mal stehen bleiben würde. Der Typ. Ich werde das jetzt anders machen. Ich werde jetzt erstmal einen Beobachter hochschicken. Und werde auf jeden Fall diese Mission in dieser Folge noch irgendwie zu einem Ende bringen. Genau, der soll mal da bleiben. Der soll jetzt mal die Füße stillhalten. Ja. Nee, weil ich möchte die Mission jetzt ehrlich gesagt nicht über 3 Folgen ziehen. Also ist sie ja sowieso schon. Aber nicht noch mitten in die 4. Folge hineintragen, ehrlich gesagt. Okay. Basis wird angegriffen. Ah, der schon wieder. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. So, da brauchst du jetzt gleich mal einen neuen Pylonen dahin, dass der, falls der hier platt ist, was ja gleich der Fall ist, genug Strom hat. So. Ja. Bloß nicht helfen. Dienst nach Plan nennt man sowas doch, ne? Tja, was greift denn jetzt an? Wo ist er denn jetzt? Ach, da unten. Okay, zack, zack. Dann war es das. Mineralienfeld erschöpft. Okay. Es kann natürlich. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit besteht natürlich, dass hier oben überhaupt nicht der Obelisk ist. Und ich ihn die ganze Zeit einfach nur übersehe. Aber ich würde jetzt ohnehin erstmal. Weil die Zerg kommen ja gleich wieder und wenn die dann wieder mit so einem Obelisken hier alles überrennen, dann will ich diesmal vorbereitet sein. Und die Vorbereitung sieht so aus, dass ich hier jetzt einfach echt mal dick Abwehrtürme hinballer. Ja, ich könnte, es ist möglicherweise so, dass ich übertreibe, aber nein. So, jetzt sollen sie kommen mit ihren scheiß Ultralisken. So heißen die Ultralisken. So, dann schicken wir euch mal da hoch. Und ich schicke euch mal ein paar Einheiten entgegen. Sprecht ihr mich an? Gnarz, Gnarz, Gnarz. Okay, muss ja eigentlich nur eine durchkommen. Okay, eigentlich reicht ja ein Pylon. Ich muss ja noch nicht mal Nexus hier hinballern. Reicht das schon, wenn ich den hier hinbaue? Oh nein, ich kann ja schon eins runtersetzen. Okay. So, wo könnte... Die Zerg kommen. Hier oben ist ja auch noch irgendwas, ne? Ich schick mal die Kolosse dahin. Ich bin mal gespannt, ob die wieder hier ihre Dings platzieren. Ihre Höhle. Ihren Höhlenausgang. Dieser letzte Obelisk, der könnte natürlich unten sein. Das würde auch passen, dass die beide quasi auf gegenüberliegenden Seiten der Karte sind. Ach, da kommt er diesmal raus. Okay. Na gut. Hat ihm aber auch nicht viel gebracht. Okay, einen Obelisken haben wir. Ich könnte mir so gut vorstellen, dass ich die ganze Zeit das blöde Ding übersehe einfach. Okay, ich gehe jetzt hier nochmal die ganze Karte ab. Das kann's doch nicht sein. Aber da oben ist ja auch noch irgendwas, ne? Da komme ich aber auch nicht hin. Soll das so gut versteckt sein, das Ding?
Ja, auf, ich nehme mal den, hier kann er ja nicht sein. Hm. Ich finde das sehr seltsam, aber ich möchte gerne diese Punkte mitnehmen. Oh, warum ist denn der so lahm, sag mal. Bleibst du. Nicht da einfach durchfliegen. Geh mal hier hin. Ich muss den jetzt mal ein bisschen im Auge behalten, sonst macht der hier noch, was er will. Soweit kommt's noch. Genau, flieg einfach mal ganz vorsichtig zwischen den Obelisken durch. Ja. Ich sag nix. Vor allem, Alter, wie knapp daneben ich die... Oh, da steht das blöde Ding. Ah, ich entschuldige mich in aller Höflichkeit und aller, in jeglicher Form für diesen... für diese Zeitverschwendung. Das war echt dämlich. Okay, jetzt warte ich noch, bis der fertig ist. Dann kann ich die Einheiten ja schon mal hier hinschicken. Oh, ich könnte so kotzen. Ehre. Oh Mann. Und wirklich ein Millimeter daneben war das Energiefeld von den zwei Pylonen. Der vierte Nervenstrang des Overmind. Ich spüre ein Ende. Ich muss zum Cortex des Overmind vordringen, um zu verstehen. Zum Cortex? Okay. Seid gegrüßt, Bruder. Ich spreche zu euch aus der Nachwelt. Tassada. Aber ihr seid gestorben, als ihr diesen verfluchten Overmind getötet habt. Ich habe den Tod nie verspürt, Zeratul. Noch werde ich es je. Aber dies ist eine Geschichte, die zu einer anderen Zeit erzählt werden soll. Ich komme, um euch von dieser Kreatur zu berichten, Tyrann. Mut. Okay. Mut? Es war ein abartiges Monstrum. Nicht immer. Die Zerg wurden verändert. Eine einzige, alles überschattende Bestimmung wurde ihnen aufgezwungen. Die Vernichtung unserer Spezies. Der Overmind wurde mit Verstand und Vernunft erschaffen, aber ohne freien Willen. Er schrie und wütete innerhalb des Gefängnisses seines Geistes. Wer hat das getan? Na, wer wohl? Warum? Das weiß ich nicht. Aber der Overmind fand einen Weg, diese alles überlagernde Direktive zu umgehen. Er schuf eine Möglichkeit, eine Hoffnung auf Erlösung. Die Königin der Klingen. Das ist doch Wahnsinn. Nur sie kann die Zerg aus der Sklaverei befreien und damit alles retten, was ist, vor den Flammen. Ich verstehe nicht, Bruder. Vergesst alles, was ihr wisst, Zeratul. Der Overmind hatte eine Vision. Das Ende aller Dinge. Und nun müsst auch ihr sie sehen. Nein, diese Vision
Ich kann es nicht ertragen. Hört auf! Okay, also der Overmind ist gar nicht... ist gar nicht böse gewesen, eigentlich. Okay. Ich bin ein wenig verwirrt. Aber so würde ich das jetzt verstehen, dass der Overmind eigentlich gar nicht wirklich böse war. Schiffsmesse der Hyperion, 23.02 Uhr Bordzeit. Oh, das ist ja fast die gleiche Zeit wie hier. Jetzt will ich gerade mal noch, bevor wir die, was sind das hier eigentlich? Bioproben verkaufen. Die Möbius Foundation wird Ihnen für jede Zerg Bioprobe, die Sie finden, 10.000 Credits zahlen. Okay. Überprüfen Sie die Forschungskonsole im Labor, wenn Sie mit neuen Bioproben zu Hyperion zurückkehren. Das Geld wird sofort Ihrem Konto gutgeschrieben. Aber mit den Bioproben kann ich dann nicht die... Hör doch mal auf, in den Tellern zu klappern. Kann ich dann nicht weitere Forschung machen? Also falls ja, würde ich die natürlich erstmal voll aufpushen, also alle Forschungspunkte abarbeiten. So, ich quatsche jetzt gerade mal mit den Leuten hier. Du siehst beunruhigt aus. Du hast in die Geisterwelt geblickt und etwas gesehen, was dir nicht gefällt. Ist es Kerrigan? Sieht so aus, als hätte der Overmind Kerrigan erschaffen, um die Zerg von irgendwas zu befreien. Irgendwas, das will, dass sie die Protoss vernichten. Irgendwie ist alles schiefgelaufen. Nichts läuft wie geplant. Und jetzt lauert da draußen auch noch etwas, das uns alle vernichten will. Zerg, Protoss, das sind mächtige Spezies. Wie furchterregend, wie gewaltig muss etwas sein, das mit ihrem Schicksal spielt. Ja, das frage ich mich auch. Also gibt es noch eine vierte Macht? Eine vierte Fraktion quasi? Heute Abend auf UNN. Auf einer weiteren Welt ist eine offene Revolte ausgebrochen und Imperator Mengsk verweigert noch immer jeglichen Kommentar. Fällt die Liga um uns herum auseinander? Ich werde über diesen Sektor herrschen oder ihn atomisieren. Meiner persönlichen Meinung nach... Naja, gut. Jetzt steckt der alte Mengsk richtig tief in der Scheiße. Yep. Wegen mir kann er dran erstecken. Tja, dazu sage ich nur eins. Das aber nur am Rande. Pass mal auf, mit wem haben wir denn immer gequatscht und haben dann ein paar mehr Informationen erhalten? Oh, mit Horner. Da kam doch immer noch ein bisschen mehr raus über das, was zuletzt passiert ist in der letzten Mission. Verdammt, Matt. Ich weiß nicht mal, was ich mit der letzten Vision aus dem Kristall anfangen soll. Serathul hat nach mehr Hinweisen auf das Ende des Universums gesucht. Aber diesmal war er auf Ayur. Ayur? Wonach hat er gesucht? Er wollte herausfinden, warum der Overmind die Königin der Klingen damals überhaupt erschaffen hat. Sie ist diejenige, die das Universum zerstören wird? Nein, es ist es ja gerade. Sie scheint die Einzige zu sein, die das Universum retten kann. Okay, aber das ist quasi, das bezieht sich jetzt mehr oder weniger nur auf den Konflikt zwischen Protoss und Zerg. Und die Zerg waren quasi eigentlich, kann man das sagen, neutral. Und irgendetwas hat sie dazu gezwungen, eben die Protoss zu attackieren. Okay, es gibt eine neue Aufgabe hier beim KI-Kristall. Ich würde aber ganz gerne mal in den Zergtank reinschauen, was sich da getan hat. Statements Logbuch, Eintrag 2384. Die Probe versucht zu entkommen. Ich habe verschiedene neue Säuren in der Nährlösung entdeckt. Mit der Zeit werden sie den Tank auflösen. Ich frage mich, ob Commander Rayner vielleicht ein paar Space Marines hier stationieren kann. Nein, er wird es zerstören wollen. Alter, der liest das gerade. Ich habe noch nicht alles herausgefunden, was es über das Ding zu lernen gibt. Durchbruch.
Ich habe etwas Gewebe mit konzentrierter Sigma-Strahlung beschossen und sofort haben sich Wachstum und Bewegungsrate erheblich reduziert. Es würde eine Menge Arbeit erfordern, eine derartige Menge Strahlung sicher auf dem Schlachtfeld einsetzen zu können, aber es könnte die Mühe wert sein. Ein weiterer Durchbruch und dieser beängstigt mich ein wenig. Ich mache demnächst nochmal einen Lesekurs. Ich habe die DNS einiger Gehirnzellen entschlüsselt und somit tausende Jahre Evolution durchleuchtet. Ich habe den Stamm, aus dem der Overmind entstanden ist, isoliert. Damit kann ich ihn zwar nicht klonen, aber immerhin könnte ich herausfinden, wie er die Zell kontrollieren konnte. Okay. So. Okay, ich glaube, jetzt haben wir mit allen... Ah, warte mal, stopp, Moment. Im Arsenal waren wir noch nicht. Ich habe mir mal die Aufzeichnungen angesehen. Diese verdammten Protoss sind uns noch immer meilenweit voraus. Einige der Nummern, die die Typen abziehen, sind einfach unglaublich. Wem sagst du das? Die haben eine Menge neuer Tricks auf Lager, seit wir das letzte Mal gegen sie gekämpft haben. Ich meine, was soll der Mist? Seit wann können die ihre Leute einfach überall hinwarpen? Ich dachte, die bräuchten dafür mindestens so etwas wie einen Warp-Knoten. Nicht einfach überall hin. Sie brauchen schon einen Pylon oder eine andere Energiequelle in der Nähe. Aber sie arbeiten eben genau wie wir ständig daran, ihre Technologien zu verbessern. Auch wieder richtig geil, dass jetzt eben auch nochmal auf diese Möglichkeit aus der letzten Mission hingewiesen wurde, die Einheiten, die neuen, direkt von den Warp-Knoten zu den verfügbaren Pylonen zu warpen, dass die eben hier jetzt auch nochmal drüber sprechen, dass also wirklich das als wahrgenommen gezeigt wird. Also nicht nur jetzt der Spieler hat gesehen, ah cool, da gibt es ja jetzt eine neue Möglichkeit, sondern wirklich auch, indem der Spieler es gesehen hat, haben auch die es hier mitgekriegt. Und das finde ich Respekt, Blizzard. Aber gut, naja, die können schon was, wa? Okay, gut, dann würde ich jetzt aber diese Folge als für beendet erklären, mich fürs Zuschauen bedanken und hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn es euch gefällt, das Let's Play, auch wenn jetzt die letzte Mission leider etwas lang war. Ich möchte sie aber nicht kürzen, weil, naja, das gehört halt irgendwie dazu, dass man da auch mal so ein bisschen abfällt. Bisher sind wir ja immer relativ easy durchgekommen und diesmal war ich halt einfach dämlich, indem ich die Augen nicht aufgemacht habe. Ja, wenn euch das Let's Play dennoch gefällt, dann hinterlasst doch gerne ein Like oder ein Abo, würde mich sehr freuen, genauso wie ein Kommentar. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!